bei dir versammelt. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen irgendwie nach Bree zurückkehren und zum Schmied, weil meine Rüstung ist komplett im Arsch. Also, naja, nicht so. Also, kaputt, meine ich. Okay. Hast du das jetzt angestellt? Angestellt? Achso, wie ich jetzt angestellt? Wusstest du immer, dass Elfen so ein bisschen pervers werden? Warte mal. Ich kehre mal nach Bree zurück. Kehrst du mit mir zurück? Ich guck mal, was wir müssen wir an dir verkaufen. Oder ich verkaufe auch was und dann gucke ich mal, vielleicht brauchen wir, vielleicht kann ich ja meine Rüstung wechseln, indem ich eine bessere Rüstung kaufe, dann brauchen wir nicht zum Schmied und dann können wir ganz tolle Sachen machen. So. Hier ist auch eine Kiste. Halten hier. Ein Mihiodil-Stab. Ein Lynn-Stab. Guck mal, ich verkaufe dem jetzt einen großen Hammer des Reisenden. Ein zweihändiger Hammer. Guck mal, ob du den kaufen kannst. Der ist jetzt verkauft. Ein zweihändiger Hammer? Hm? Vielleicht erscheint der jetzt. Das ist nämlich schon ein Zwergenhammer. Den habe ich gefunden, den brauche ich aber nicht, weißt du? Achso, und meinst du den grün? Ich weiß nicht, ob der grün ist. Ich meinte, du hast es irgendwas im Grün gesagt. Nee, das Hammer des großen Wilhelm, wie sie der Geier, keine Ahnung. Ich muss auch noch verstehen, ich muss auf andere Spiele warten, um nach Bree zurückzukehren. Warte mal, ich guck mal, ob wir hier was kaufen können. Bin ich hier jetzt bei Kaufen oder bei Verkaufen? Ich will kaufen. Okay. Wo siehst du überhaupt, wie viele Münzen du hast? Hast du da oben? Münzen siehst du oben, da beim Münzen. Ja, Ding. Ich seh schon. Ich guck mir mal eine neue Rüstung und eine neue Schulter- oder Armrüstung auch. Dann brauche ich nämlich nicht zum Schmied gehen, dann kann ich nämlich hier voll der Held sein und. Er weiß, wo man sieht, wie viele, welches Level man ist. Wer ist was? Wo man sieht, welches Level man ist. Welches Level? Das siehst du unter Tabulator und. Nee, unten bei der Anzeige. Bei der Dingsanzeige. Ah, so eine Dingsanzeige, die ist schon heftig. Ich habe neue Rüstung, oder? Ich rüste mich mal kurz aus, weil ich ja voll der Ausrüster bin. Neue Kopfbedeckung. Boah, das sieht ja voll süß aus. Warte, nee, warte, kommt jetzt. So, na, sehe ich jetzt nicht böse und gemein aus? Du bist ein Elf. Das okay. Okay. Ach, Manu, ich will böse und gemein aussehen. Bist du ein Elf? Aber ich meine, du musst doch zugeben, dass jetzt schon so ein bisschen. Also, ein bisschen gefährlich sehe ich schon aus, oder? Du erinnerst mich gerade ein bisschen, also von der Rüstung her, ein bisschen an Ezio aus Assassin's Creed. Ezio, genau! Siehst du, ich bin Ezio. Oh, da ist eine Truhe. Dann hüpft immer rum, wa? Oh, Vorschlaghammer des. Willst du den haben? Große Fehler. Ich kann da nicht rangehen, wenn du da ran bist. Warte mal, beenden. Jetzt geh mal ran und dann ist da ein Vorschlaghammer des großen, wir sehen nicht was. Nee, jetzt kann ich ihn nicht benutzen, die Kiste. Echt nicht? Das ist echt geil. Okay, jetzt sind wir hier voll die Helden und jetzt geht's hier weiter. Jetzt gehen wir gegen Emil und Gustav. Oh. Franz und Herbert. Vorsicht. Wo kommen die denn her? Weiß nicht, vielleicht wollen die. Die angreifen. Da rennt einer hoch. Die wollen uns drüben den Weg weisen. Hier drüben, sagt er. Ist ja unglaublich. Ah, da. Der ist da lang gerannt. Dann renn ich hier lang. Vielleicht ist hier irgendwas Schönes. Nee. Du nimmst immer den hässlichen Gang. So, jetzt sind wir hier. Vorm Tor. Wo ist die Frau? Da. Oh. Katzen. Unglaublich, jetzt kommen die Special-Effekte. Oh, guck mal, ich schleiche mich vor, ich bin voll der Held, oder? Ja, du musst dich mal. Immer musst du dich ins Rampenlicht trinken. Boah, da kommt der Böse. Was ist da draußen los? Oh. Ui. Eindringlinge. Wie viele? Nicht viele, aber sie haben den Adler befreit. Jetzt wird unsere Anwesenheit hier entdeckt werden. Ist das Beste, wozu ihr Gesindel in der Lage seid? Sie müssen große Krieger sein.
Elben mit Blut an ihren Händen oder welche von diesen dreckigen Tag. Ist mir egal. Findet sie und tötet sie. Ruft eure Wachen. Lasst sie nicht entkommen. Lasst uns nicht entkommen. Wollen wir erstmal sehen, Schweinehund. Ruft meine Wache und zwar schnell. Sieht irgendwie eklig aus. Ja, der müsste mal zum Dental. Ich will nicht über andere YouTuber herziehen, aber irgendwie hat er mich gerade an einen anderen YouTuber erinnert. Tötet die Eindringlinge! Nein, ich komm nicht mit raus! Hilf! Achso! Oh wir Gott! Sind drei nicht. Wartet, wir helfen euch! Nein, wir dürfen Agada keine Gelegenheit geben zu entkommen! Weiter! Wir kümmern uns um seine Wachen! Wir sind wie immer die Angearschten. Verstärken wir unseren Angriff. Vielleicht denken sie, dass wir mehr als nur drei sind. Ja, vielleicht. Wenn sie nicht gucken können. Ah, das ist ein Endboss. Ach so, aua. Den kriegen wir doch. Okay, ich gehe mal weiter weg und schieße mit dem Bogen. Boah. Der ist ja voll gelenkig. Das ist ja unglaublich. Wir haben beide unsere Kontaktlinsen verloren. Die Frau lässt sich umschlagen. Oh, ich bin tot. Ja, Leute, so kann es gehen, wenn man stirbt. Wir unseren Angriff. Vielleicht denken sie, dass wir mehr als nur drei sind. Ah, ein Horchhäuptling wenig. Ich schieße mit dem Bogen. Bin ich weit von der heute los, Rio und heute noch ab. Jetzt bin ich voll von der Gefahrenquelle weg, weil ich hier. Oh, was bist du denn? Ich will nicht angreifen, muss rein. Oh. Warte, ich. Helf dir irgendwie. Danke. Oh. Nee, jetzt bin ich. Oh, was gibt's doch nicht? Was machen wir denn da? Verstärken wir unseren Angriff. Vielleicht denken sie, dass wir mehr als nur drei sind. Ein Orkhäuptling weniger. Alter, irgendwie besetzt der die ganze Zeit von mir mal die Dinge. Das ist irgendwie komisch. Jedes Mal, wenn wir einen neuen Abschnitt kommen, bin ich jedes Mal wieder Level 1. Das ist irgendwie komisch. Ich hab keine Pfeile mehr, scheiße. Weil ich renne es im Kreis und lenk den ab und du machst dann nee, geht nicht, okay. Ich nicht so richtig Typ mit dem Pfeil. Aua! Die Frau ist tot. Aua! Warte, Frau, ich helf dir. Oh, geht nicht. Oh, wenn ich angegriffen werde, geht das nicht. Das geht überhaupt nicht. Oh. Wo ist denn die Frau? Da ist die Frau. Au, bin ich auch tot. Du bist auch tot, oh. Wie machen wir den tot? Machen wir ihn da? Weiß ich nicht. Verstärken wir unseren Angriff. Vielleicht denken sie, dass wir mehr als nur drei sind. Wir müssen den irgendwie kiten oder so. Ja, genau. Heiko schon so gedacht. Im Kreis laufen und ihn hinterher und... Holst du irgendwie Mobs in der Mitte? Ich weiß nicht, ob der Boss irgendwie einen Akku verhalten hat. Ich glaube nicht, oder? Ja. Ich sehe doch den, der ihn am nächsten ist. Hm. Ja. Vielleicht sollten wir zuerst die Kleinen töten und dann den Boss. Oh, jetzt habe ich meine Kontaktlinse wieder verloren. Ich lebe wieder! Aua! Ach, verdammt! Was soll ich denn hier machen?
einbauen. Schon wieder. Ist mir eine Kontaktlinse schon wieder rausgefallen. Das ist doch nicht. Immer diese billigen Ausreden hier. Machen wir da? Da starten wir unseren Angriff. Vielleicht denken Sie, dass wir mehr als nur drei sind. Stärken wir unsere Angriffe. Ich müsste einfach früher im Level sein. Dann wäre es in Ordnung, weil dann würde ich auch mehr Schaden machen. Aber das Problem hier irgendwie, weil ich jedes Mal wieder hier resettet werde. Ja, ne? Irgendwie Level up und dann tot und dann nicht mehr Level up und dann neues Level. Er hätte sich einmal nicht sofort hier. Und level ich bin zum nächsten Mal einfach weiter und dann legen wir den bestimmt. Weißt du? Bestimmt, weil dann hätten wir auch mehr Schaden. Weil dann könnte ich jetzt. Ich weiß nicht, ob wir das kennen. Dann könnte ich als Tank spielen. Und dann halt. Oh, ist der böse! Schnell weg! Du bist auch gut. Oh. Oh ne. Muss da irgendwie eine Möglichkeit geben? Ich glaube, so schaffen wir den nicht. Gibt's hier irgendwelche. Können wir nochmal ein Level zurück und nochmal ein bisschen leveln? Nee, oder? Nee, weil ich muss auch in meinem Singleplayer-Stand auf derselben Stufe der Geschichte sein. Ach so. Ach, man kann praktisch im Singleplayer rennen und mit dem gleichen Charakter die nochmal machen, oder wie? Genau, darum geht's. Ach so, dass du dich auflevelst, ja. Aber wir versuchen nur einmal, vielleicht dann legen wir die schon zu. Aber dann kommen wir die Warcraft-Technik drauf. Aua. Lass mich in Ruhe. Aua! Alter. Du bist auch tot! Aua, ich auch! Ja, siehst du, so wird das nicht. So wird das überhaupt nichts, nee. Also aufleveln im Singleplayer, sagst du? Jo. Und wenn wir dann das nächste Mal aufnehmen, dann liegen wir, wa? Genau, also beenden wir das an der Stelle, meinst du? Ja, es sei denn, wir sind hier stundenlang weiter hochgehalten. Nee, nicht unbedingt, nee. Ja. Gut, Leute, dann machen wir das so. Dann wird sich der Micha im Singleplayer aufleveln. Und wenn wir dann das nächste Mal wieder spielen, dann ist er ein Level höher, ein paar Level. Und dann hat er auch bessere Ausrüstung und dann schaffen wir die vielleicht auch. So sieht's aus. Genau, dann beenden wir diese Aufnahme an dieser Stelle. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, mich zu kommentieren und einen Daumen nach oben zu geben. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zum Shop. Da könnt ihr das Shop nicht. Beste Shop ever. Genau, also ist unglaublich. Also da könnt ihr das Spiel kaufen für 30€ und weil ich kann das kurz dazu sagen, ich wollte es erst bei Steam kaufen, aber da war das 15€ teurer. Genau, 15€ sparen, Leute. Und vor allen Dingen, ihr seht ja, es ist Koop. Man kann Koop zu dritt spielen. Und wer das Spiel auf cd-kies.at kauft und eine ordentliche Stimme hat, der kann natürlich auch die Zauberin spielen im nächsten Teil. Also kauft euch auf cd-kies.at, schickt mir eure Bewerbung und wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Tschüssi, euer Game Bull. Tschüss. Und der Micha.